Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, wir werfen mal wieder einen Blick zurück auf die vergangene Woche, auf die Bücher, die ich gelesen habe, die Serie, die ich aktuell suchte, was so ein bisschen sonst in der Woche war und was für die kommende Woche geplant ist. Es war eine sehr sommerliche Woche. Endlich konnten die offenen Schuhe getragen werden. Und wie man sieht, hat es mich auch so ein bisschen leicht sonnenbrandtechnisch erwischt, was tatsächlich bei mir ganz oft durch die Mittagspause kommt, in der ich eine Runde laufen gehe und so eine halbe Stunde in der fast Mittagssonne ist natürlich, ja, man sollte sich wohl besser eincremen. Aber gut, ich beschwere mich nicht, bin Sommersonnenkind und von daher, ich liebe diese Zeit und es gibt kein zu heiß und ich freue mich, dass man T-Shirts tragen kann, offene Schuhe, Sonnenbrillen und ach, dass man im Auto endlich wieder die Fenster aufmachen kann und es einfach so eine schöne Brise kommt und man abends noch ein bisschen auf dem Balkon sitzt und ach ja, ich liebe, liebe, liebe den Sommer. Und auch die Bücher dieser Woche. Es waren insgesamt 3 Bücher plus eben ein Drittel, was von den Kurzgeschichten von Stephen King eben zusammenhängt. Und das erste Buch der Woche, das ich am Wochenende gelesen habe, war Zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine von Rebecca Raisin. Wir reisen also nach Paris mit diesem Buch und ich war hier einfach sehr, sehr neugierig und wie es mir gefallen hat, dann natürlich ein bisschen später. Dann habe ich eigentlich schon die letzten 5-6 Wochen darin gelesen, ist jetzt nur diese Woche beendet, und zwar Mudras, Entdecke die Kraft der Mudras von Swami Saradhana. Mudras ist Finger-Yoga und ich war hier sehr, sehr neugierig, weil mir das immer mal wieder in meinem Yoga-Leben begegnet ist und war hier sehr gespannt, ob ich mit den Übungen was anfangen kann, mit den Erklärungen. Und war einfach sehr, sehr gespannt. Dann habe ich gelesen Magonia von Maria D. Headley. Im Grunde ein Fantasy-Jugendbuch, das mich unglaublich angesprochen hat. Nicht nur wegen dem sehr schönen Cover, sondern natürlich auch wegen des Klappentextes und ich hier sehr, sehr neugierig war, was sich dahinter verbirgt. Und dann eben, wieder 4 Kurzgeschichten zusammen mit den Kingsköpfen von Stephen King aus dem Sunset-Buch. Diesmal eben Geschichte 5 bis 8. Und in der kommenden Woche lesen wir dann im Grunde die letzten 5, damit wir es dann im Mai sozusagen auch noch beendet haben. Und auch zu diesen 4 Kurzgeschichten gibt es eine kleine Info von mir. Und dann natürlich noch so ein bisschen was anderes. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch. Und das war mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine von Rebecca Raisin, wie auch immer man sie aussprechen mag. Das Buch ist im April diesen Jahres im Rütten und Löning Verlag erschienen, kostet als E-Book 11 Euro und als gebundene Ausgabe 14, hat ca. 320 Seiten und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt schon herausgefunden, dass es im Englischen im Grunde eine ganze Reihe oder eine Art Serie gibt, wo eben verschiedene Charaktere, die man in diesem Buch schon kennenlernt, dann auch wieder verfolgt. Und das fand ich eigentlich auch dann wieder ganz spannend und dachte mir, oh, das ist ja schön, dass wir da dann vielleicht öfter nach Paris reisen. Ich glaube, im Englischen sind sie auch so im Groben schon erschienen. Im Deutschen habe ich jetzt noch nichts dergleichen finden können, auch noch keinen Hinweis, dass es da irgendwie weitergeht. Aber wenn ihr Englischleser seid und euch das irgendwie interessiert, könnt ihr da natürlich auf jeden Fall mal schauen. Ja, was geht es in dem Buch? Es geht um Sarah und sie liebt Bücher und arbeitet in einer kleinen Buchhandlung. Das ist auch ihre eigene Buchhandlung in Ashford in den USA. Und dort geht es ja eigentlich ganz gut. Sie ist umgeben von dem, was sie liebt. Sie kann ihre Leidenschaft dort ausleben und über einen Blog lernt sie dann Sophie kennen und Sophie hat eine Buchhandlung eben in Paris und sie hat großen, großen Liebeskummer und möchte aus Paris fliehen und schlägt einen Buchhandlungslebenstausch sozusagen vor. Und so tauschen beide im Grunde die Buchhandlung, das Land, den Kontinent und so landet dann eben Sarah in Paris. In einer Buchhandlung, in der es drunter und drüber geht, in der es ganz unhöfliche Kollegen gibt, jeder der Teilzeitkräfte macht, was er will, kommt und geht, wann er will. Auf Kundenservice wird nicht viel geachtet und Sarah macht sich hier große Gedanken, wie sie am Ende dann Sophie erklären soll, dass der Umsatz irgendwie zurückgeht, dass Geld in der Kasse fehlt und dass sie irgendwie gefühlt total gestresst und genervt ist. Zudem hat sie auch noch eine Fernbeziehung mit Rich, der, ich glaube, zu Beginn des Buches
irgendwo in Asien war und mal für einen Tag nach Paris kommt, gleich wieder weg muss, aber auch da so eine nette Kollegin irgendwie hat und ja, wir da natürlich auch ein bisschen was von dieser Liebesgeschichte mehr oder weniger erfahren. Ich muss gestehen, ich hatte mich sehr, sehr auf dieses Buch gefreut und es hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Vom Schreibstil her fand ich es sehr flüssig, ich fand es sehr modern, ich fand es sehr angenehm zu lesen. Es war ja wirklich erfrischend schön, man hat auch ein bisschen den Eindruck von Paris bekommen. Aber es war hier eben so viele Dinge, die mir nicht gefallen haben. Angefangen von dieser Liebesgeschichte zwischen Sarah und Rich. Man versteht gar nicht, warum die beiden sich lieben, warum sie so aneinander hängen scheinbar, warum sie aber nie beieinander sind, warum Rich immer unterwegs ist. Und ja, es wird schon irgendwo mal erklärt, aber es war für mich eben einfach keine logische Erklärung. Und ich habe mich immer gefragt, warum Sarah so leidet. Man bekommt viel zu wenig von den, von den Gefühlen mit, von den Emotionen mit, dass man es nachvollziehen könnte, dass man es irgendwie verstehen könnte. Und das fand ich einfach unglaublich schade, weil darum wäre es ja gerade gegangen, dass man eben das fühlen kann und es eben mitleidet, wenn das das Ziel des Ganzen gewesen wäre. Und ich hatte in der Mitte mal gedacht, oh, endlich kommt eine Wendung und nein, das kam ganz anders und ich fand es irgendwie ja, sehr, sehr langweilig. Auch dieses Chaos in der Buchhandlung in Paris, ich weiß nicht, ich fand es so unrealistisch, was da so vorgegangen ist und dass das tatsächlich in irgendeinem Geschäft in Paris so sein soll. Ich hätte mir eher vorgestellt, wenn sie hier irgendwo ländlich landet, dass es dann irgendwie Chaos gibt, weil eh nur 10 Kunden kommen oder aber in der Buchhandlung, in der unglaublich viel los ist, dass da die Teilzeitkräfte machen, was sie wollen, dass da Bücher geklaut und ausgeliehen werden, das ist so ein Unfug, das ist so unglaubwürdig, das hat mich echt, da habe ich ständig mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, was will mir die Autorin da eigentlich erzählen und dass man eben auch kein so echtes Paris-Feeling bekommt. Ja, man bekommt ein paar Geheimorte erzählt, ein paar Geheimtipps scheinbar und man kann sich dann schon vorstellen, wenn sie in so einem Café sitzt, wie die Umgebung ist, aber ich hätte mir mehr französisches Feeling gewünscht und auch einfach, dass sie sich vielleicht irgendwie mit verschiedenen Französinnen, Franzosen unterhält und da dieses Feeling, was in vielen Büchern ja rüberkommt, irgendwas ist, aber sie ist eigentlich immer nur genervt, sie ist immer nur gestresst und sie wirkt einfach unglaublich unsympathisch, unsere Protagonistin, und auch einfach nervig. Also irgendwann fand ich es nur noch nervig, dass sie nur noch Probleme hatte, es irgendwie gar kein Licht am Tunnel gab und irgendwie alles immer unlogischer und schlimmer wurde. Und ja, dann gibt es auch so die ein oder andere Idee von ihrem Mitarbeiter in der Buchhandlung, um das Geschäft ein bisschen anzutreiben. Und ja, das waren ganz schöne Ideen, aber mir erzählt einfach keiner, dass das Ideen sind, die irgendwie innovativ sind, die irgendwie wirklich zu etwas führen. Und ich fand das einfach alles, ich fand das einfach alles so komisch. Ich fand das irgendwie merkwürdig, ich fand das irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Und auch diese Begründung des Chaoses in der Buchhandlung mit, ja, so ist es in Paris, das hat man gefühlt 100-mal gelesen. Und ich dachte mir, nee, ich glaube auch nicht, dass in Paris so ein Chaos herrscht. Und ich, also da ist ja selbst meine Buchhandlung mehr organisiert. Also ich fand das irgendwie ganz unmöglich und ich fand das einfach, man wollte da irgendwie Chaos hineinbringen, um dann irgendwie das Ende so zu machen, wie man es getan hat. Und ich fand es nicht gut. Also ich fand es okay, es hat mich auch unterhalten, man konnte es auch wirklich gut weglesen. Es gab aber eben einfach viele Momente, in denen man einfach so ein bisschen Kopf geschüttelt hat und sich gedacht hat, ach nee, das willst du mir doch jetzt nicht erzählen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Leider kam kein Paris-Feeling auf. Nach diesem Buch hätte ich auch keine Lust, nach Paris zu reisen, weil ja scheinbar alle Pariser unhöflich sind, chaotisch sind und das damit begründen, ja, wir sind halt in Paris. Mal ehrlich, wer fliegt in so ein Land? Was soll ich dort? Das ist totaler Humbug. Also ich kann mir das einfach nicht so vorstellen und ich glaube das auch nicht. Und ich weiß nicht, was sich da die Autorin dabei gedacht hat, so ein einseitiges Bild von Paris zu geben. Finde ich sehr, sehr schade und hat mich auch wirklich sehr enttäuscht, weil ich mir wirklich eine Geschichte mit auch ein bisschen eine schöne Liebesgeschichte. Also ich hätte noch nicht mal was dagegen gehabt, wenn sie sich dann in Paris verliebt und dann eben ihren jetzigen Fernbeziehungsfreund da hier die Tür zeigt. Irgendwo, ne? Wenn das logisch alles nachvollziehbar wäre, wäre ich damit sogar einverstanden gewesen, aber selbst das gibt's nicht. Also ja, für mich keine Geschichte, die ich empfehlen kann. Sie war okay, aber jetzt wirklich nichts Besonderes und es gibt da definitiv schönere Paris-Geschichten. Ganz anders war es dann bei Mudras, Entdecke die Kraft der Mudras von Swami Saradananda.
sein Name, unglaublich. Ein Buch, das im Februar letzten Jahres im Lotos Verlag erschien. Es wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet in dieser Ausgabe 17 Euro, hat knapp 160 Seiten. Und ich habe dieses Buch, ich glaube, in der Happiness entdeckt und fand das unglaublich spannend. Habe da auch direkt die 1, 2, 3 Übungen, die gezeigt wurden, einfach mal ausprobiert. Habe dann mich ein wenig mit dem Finger-Yoga intensiver beschäftigt und ja, habe mich dann wirklich sehr gefreut, als das Rezensionsexemplar bei mir angekommen ist. Optisch mit diesen Grüntönen wirklich sehr, sehr schön gemacht und diesem Mandala im Hintergrund. Und hier vorne heißt es auch, der Energiekick für jede Lebenslage. Und ja, man hat bereits moderne wissenschaftliche Forschungen gemacht und diese zeigen, dass eben durch verschiedene Bewegungen und Teile der Hände unterschiedliche Bereiche des Gehirns aktiviert werden. Und anders als zum Beispiel bei Yoga oder Atemübungen, die man ja im Grunde immer mit einem Lehrer üben sollte, also dass man da einfach unter Kontrolle von jemandem, der das regelmäßig praktiziert, im Grunde die Übungen ausübt, kann man Mudras eben selbst erlernen. Man kann auch nicht allzu viel falsch machen und ist dementsprechend eben auch keinen Risiken irgendwie ausgesetzt. Und ja, dieses Buch beinhaltet so um die 70 Mudras für die verschiedensten Lebenslagen und bezieht sich auf alte indische Weisheiten. Und ich fand die Aufmachung, und das muss ich einfach sagen, wirklich wunderschön. Es beginnt im Grunde immer mit so einer Kapitelübersicht, die super schön gestaltet ist, immer auf zwei Seiten. Und uns im Grunde da einfach einführt, wie die Handhaltungen zu machen sind. Also was die verschiedenen Gesten bedeuten, was sie im Körper ausüben. Also man sieht hier immer ein Bild und dann wird eben die Übung auch wirklich ausführlichst erklärt und für was sie auch gut ist. Und das Schöne ist, dass man hinten eben auch ja, im Grunde Sachen hat, die man hat. Also zum Beispiel hat man hier Arthritis und steife Gelenke und dann wird einem eben erklärt, welche Übungen dazu etwas bewirken oder wenn man Heuschnupfen, Allergien hat, Jetlag, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit und ja, das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe das jetzt eben in den letzten Wochen, im Grunde seitdem es auch bei mir eingezogen ist, immer mal wieder in den Händen gehabt und habe es jetzt einfach diese Woche beendet, habe einige der Übungen schon gemacht und fand es wirklich faszinierend, zu welchen Übungen die Hände so ja, tatsächlich im Grunde zu gebrauchen sind, hätte ich persönlich gar nicht gedacht. Und man merkt tatsächlich irgendetwas im Körper. Ich habe tatsächlich so manches gespürt, gerade was so Energiekicks angeht oder morgens zum schneller wach werden oder abends, wenn man eben mit den Gedanken irgendwo rumkreist, was bei mir definitiv ja der Fall ist und auch war in den letzten Wochen. Und dass einen da eben so etwas, wenn man sich einfach wieder auf sich konzentriert, auf Übungen konzentriert, natürlich trotzdem auf die Atmung konzentriert, die hier aber nicht ganz so wichtig ist, dass das was bringt. Also ich bin da immer wieder überrascht. Eigentlich weiß ich, dass es so ist. Das ist immer so ein total merkwürdiges Gefühl, weil ich ja definitiv auch die positive Wirkung von Meditation und Yoga kenne. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht, wenn etwas funktioniert, wo ich dachte, gucken wir mal, ob es klappt. Ich bin immer noch skeptisch und ich glaube, das ist auch ganz gut. Und ich glaube auch, jeder Mensch sollte und darf das sein. Bin aber definitiv wirklich begeistert davon und finde eben, dass man diese Übungen unglaublich schnell machen kann. Also man hat wirklich wunderbare Übungen, die ganz, ganz toll erklärt sind und wirklich auch, ja, was sie eben einfach für einen tun. Also man hat hier die Feuermudras für innere Kraft und Selbstwertgefühl, die Luftmudras für Freiheit, Freude und Stressabbau, die Äthermudras inneren Frieden, Selbstentfaltung und Kreativität, die Erdmudras Stabilität und Erdung verbessern, Wassermudras Gesundheit fördern und das Vorankommen begünstigen und die Geistmudras Konzentration und Klarheit steigern. Und das ist wirklich großartig in diesem Buch zusammengefasst, wirklich wunderbar erklärt. Und man fängt einfach mal an und hat dann wirklich Lust, die Übungen nacheinander auch einfach auszuprobieren. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall immer mal wieder auch gerade hinten in die ja, Reihenfolge lesen. Und eben immer, wenn man mal irgendwas hat, egal ob Kopfschmerzen, Halsschmerzen, ob man sich matt fühlt oder erhitzt oder es einem kalt ist, es gibt gefühlt wirklich für ziemlich alles eine Finger-Yoga-Übung. Und das finde ich wirklich faszinierend. Und dass man eben merkt, der Körper funktioniert eben nicht nur ja,
ja mit dem Kopf, sondern das ist ja, man weiß ja auch zum Beispiel von der Fußreflexzonenmassage, dass es da verschiedenste Punkte gibt, die eben auch im Körper, in den Organen etwas tun, und so ist es natürlich mit der Hand auch. Eine wirkliche Empfehlung für jeden, der sowas gerne mal ausprobieren möchte, der das gerne mal versuchen möchte. Ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Es ist toll aufgemacht, einfach erklärt und man hat wirklich Spaß dabei, die Übungen zu entdecken und nachzumachen, und mir hat es wirklich gut gefallen, und ich merke wirklich, dass die Übungen, umso öfter man sie macht, umso leichter und werden, und sie gehen dann eben auch in die Erinnerung von einem ein, dann weiß man eben manchmal schon Übungen, bei Kopfweh machst du das und das, was natürlich gerade auch unterwegs im Büro zum Beispiel sehr, sehr praktisch ist. Und ich habe mir auch 3-4 Übungen im Handy abfotografiert, damit ich die für unterwegs einfach immer dabei habe, und finde das einfach praktisch, weil man schleppt natürlich das Buch jetzt nicht durch die Gegend mit herum, und finde das wirklich super und kann das wirklich absolut empfehlen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat wirklich jetzt so mein Wissen wieder mal ein bisschen bereichert, und ich habe mal wieder was Neues mitgenommen und gelernt. Und weiter geht es dann nach dem Finger-Yoga mit Magonia von Maria D. Hadley, ein Jugend-Fantasy-Buch, das mich absolut mit seinem Cover bekommen hat. Ein Buch, das am 3. April diesen Jahres im Heine Fliegt Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Gebunden kostet es 17 Euro, als E-Book 14, und es hat 370 Seiten. Ja, und in der Geschichte geht es um die 16-jährige Asa. Sie leidet an einer seltenen Lungenkrankheit, die sie ja schon seit Kindesbeinen an begleitet, die auch ihre Organe sehr entstellt, die auch sie selbst nicht gesund aussehen lässt, die sie sehr blass wirken lässt. Also sie sieht wirklich krank aus. Dennoch geht sie damit im Grunde in die Schule, versucht ein normales Leben zu haben, auch wenn Krankenhäuser ihr zweites Zuhause sind. Sie steht überhaupt nicht auf Jammern und hasst auch Mitleid, was sie wirklich sehr, sehr sympathisch macht. Und eines Tages in der Schule, sieht sie am Himmel ein Schiff und ein Segelschiff. Und dieses Schiff ruft dann auch noch irgendwann ihren Namen. Und keiner glaubt ihr, jeder denkt, dass sie Halluzinationen hat, bis auf ihr bester Freund oder auch mehr, Jason. Der seit den letzten 10 Jahren, ich glaube, so war es in Erinnerung, jeden Tag irgendwie mit ihr verbracht hat, neben den Eltern wirklich die Vertrauensperson schlechthin ist und auch die Eltern ihm vertrauen und sie so eben auch einfach ein bisschen normalerer Teenager sein kann, als sie es eben sonst sein könnte. Und uns erzählt Jason als absoluter Nerd, was diese Geschichten so angeht, ein bisschen etwas von diesen scheinbaren Segelschiffen am Himmel, dass es die eben schon einmal gegeben hat, und erzählt dann eben auch von Magonia. Und es kommt fast, wie man es erwartet, sonst würde das Buch nicht so heißen. Eines Tages findet sich Asa dann eben in Magonia wieder, und sie ist dort ganz anders als auf der Erde. Und sie ist stark und sie ist gesund und sie wurde dort bereits erwartet. Und eine Geschichte, die von der Idee her ist, wirklich grandios ist. Die wirklich eine ganz tolle Idee hat, die ich total fantastisch fand. Die natürlich schon das ein oder andere auch ernste Thema einfach anspricht, eben was eben eine Krankheit bedeutet und das gerade in jungen Jahren. Und das aber doch irgendwie sehr fantasyvoll sozusagen auch beschrieben wurde und wir da eben auf einem ganz tollen Weg scheinbar gehen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, war nach 100 Seiten in diesem Buch gefühlt die Luft raus. Mich hat das Buch am Anfang unglaublich gepackt. Wir sind mitten in der Geschichte, wir sehen alles durch Asas Augen, haben einen Perspektivwechsel mit Jason, was dann eben später doch sehr wichtig ist, um Dinge zu verstehen. Und das fand ich wirklich toll gemacht. Ich mochte diesen Perspektivwechsel, man erfährt mehr von Asa als von Jason, das fand ich aber nicht schlimm. Und man hat alles so gefühlt aus erster Hand. Und wir lernen, in den ersten 100 Seiten war es wirklich bombastisch geschrieben, die Idee kam voran, die Geschichte kam voran. Und es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ich habe, glaube ich, wirklich das erste Drittel verschlungen und war total begeistert. Und dann ist es mit einem Mal gefühlt irgendwie eingebrochen und ich habe überhaupt nicht mehr in der Geschichte durchgeblickt. Es ging gefühlt irgendwie viel, viel alles zu schnell. Man konnte sich die Welt nicht vorstellen.
Man konnte sich die Schiffe nur zum Teil vorstellen. Diese ganze Welt, die so fantasievoll war, wurde überhaupt nicht toll beschrieben. Man war halt einfach da und musste dann irgendwie damit leben, dass man dort ist. Und irgendwie hat mir da gefehlt, dass mir jemand was erklärt. Das ist ja bei Fantasy einfach unbedingt notwendig, damit ich die Welt kennenlerne, damit ich die vor Augen habe, damit ich die Geschöpfe vor Augen habe. Und ich fand das überhaupt nicht gelungen. Es hat dann keinen Spaß mehr gemacht, das zu lesen, weil man gefühlt, ja, im Grunde nicht dabei war. Man hat es wirklich nur gelesen. Und das fand ich unglaublich schade. Da erwarte ich einfach von einem Fantasy-Buch viel, viel mehr. Und auch diese merkwürdigen Namen und Charaktere. Und dann gab es ständig gefühlt irgendwie immer nur Vögel. Und ich fand das nicht mehr gut. Natürlich gibt es gegen Ende hin nochmal einen spannenden Part, der einen so ein bisschen aus diesem Leseloch wieder rauszieht. Aber ja, der mittlere Teil, also wirklich so 150 Seiten in der Mitte, das wird gar nicht reichen, wahrscheinlich für die 200 Seiten in der Mitte, waren wirklich langweilig. Sie waren überhaupt nicht schön beschrieben. Das fehlt einem. Und es ging manchmal viel, viel zu schnell. Und dann fragt man sich jetzt eigentlich, wie kann es dann langweilig sein? Ja, weil man gefühlt einfach den Anschluss verliert. Man hat das Gefühl, man liest eine Seite, hat aber gar nicht, und dann passiert schon wieder was und wieder was und wieder was. Aber nicht, dass das spannend ist, sondern es passiert einfach ohne, dass man mitgenommen wird, ohne dass man mitgerissen wird und dass man sich begeistern lassen könnte, sondern es ist halt einfach so. Man muss das irgendwie hinnehmen, man muss seine Fantasie eigentlich zurückschrauben, weil man das nicht bekommt, was man erwartet. Und das hat es für mich dann eben einfach auch langatmig und langweilig gemacht. Und ich fand den Schreibstil dann nicht mehr gelungen. Die ersten 100 Seiten, das erste Drittel, war wirklich der Wahnsinn. Also da war ich wirklich total gefesselt und dachte, hey, wenn das so weitergeht, dann ist das ja wirklich ein absolutes Highlight. Das wurde es aber dann leider nicht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, hat er in der Mitte jemand anders übernommen? Hat das noch die gleiche Autorin geschrieben? Was ist da nur passiert? Und ich habe es auch bis jetzt noch nicht verstanden, obwohl ich jetzt schon eine Nacht drüber oder zwei Nächte drüber geschlafen habe. Aber ich irgendwie kann das nicht nachvollziehen, warum das eingebrochen ist, warum was da passiert ist, und finde das einfach unglaublich schade und kann es einfach nicht verstehen. Also ich, das ist so gar nicht meine Welt dann mehr gewesen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man sich die Welt vorstellen kann, und das kann man hier nicht. Und Asa war am Anfang noch eine recht sympathische Protagonistin, die eben nicht im Selbstmitleid zerflossen ist, die auch kein Mitleid wollte, die nicht gejammert hat, aber irgendwie wurde sie dann, ja, sehr klischeebehaftet, samt Story, dass da eben auf Magonia auch ein gut aussehender Mann, Junge, wartet und sie dennoch Jason auf der Erde nicht vergessen kann und dann das Schicksal in ihren Händen liegt, und ach, das wurde dann schon wieder so wie halt immer, und ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Ich war wirklich enttäuscht und dachte dann jetzt zum Schluss, ach nee. Also das fand ich wirklich unglaublich schade. Und ich kann verstehen, dass das Leute gut finden, wenn man eben das möchte und das auch mag. Und vielleicht selbst einfach bei Fantasy keine zu hohen Erwartungen hat, dass einem diese Welt vor Augen geführt wird. Dann glaube ich, ist man auch wirklich begeistert von diesem Buch. Ich erwarte mir eben einfach von einem Fantasy-Buch, und auch wenn es ein Jugend-Fantasy-Buch ist, einfach was anderes. Und man ist da aus anderen Geschichten auch einfach was anderes gewöhnt. Und ich fand das wirklich sehr, sehr schade. Und ja, leider keine wirkliche Empfehlung. Es war irgendwie auch hier okay, aber mehr halt tatsächlich auch nicht. Und ja, hätte ich nicht wissen wollen, wo es hingeht, hätte ich vielleicht auch mittendrin irgendwo aufgehört. Aber ja, wie es halt manchmal so ist. Und dann, ja, im Grunde ein Drittel aus Sunset wurde wieder gelesen. Das sind ja 13 Kurzgeschichten von Stephen King, die ich zusammen mit den Kingsköpfen lese. Ist 1994 erschienen. Taschenbuch kostet 10 Euro, gibt es aber gebraucht, auch schon günstiger. Und hat knapp 500 Seiten. Und wir haben in dieser Woche gelesen Der Home Trainer, Hinterlassenschaften, Abschlusstag und N. Und von diesen vier Geschichten waren diesmal tatsächlich zwei dabei, die ich sehr gut fand. Das war Hinterlassenschaften. Hier erleben wir ein Jahr nach dem 11. September ja einen jungen Mann, der Hinterlassenschaften in seiner Wohnung findet. Und er eben uns davon erzählt, was ihm am 11. September so passiert ist und warum er gerade nicht im Büro war. Und wie es, glaube ich, ganz viele Geschichten gibt, dass er eben einfach einen blauen Tag gemacht hat und ja nicht ahnen konnte, was passiert. Und er sonst eben auch in den Hochhäusern gewesen wäre. Und das
das war eine sehr atmosphärische Geschichte mit auch ein bisschen Witz und ein bisschen unterhaltsam. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Und auch N, eine Geschichte, die mich wirklich sehr mitgerissen hat, auch sehr atmosphärisch war. Wir haben hier eine junge Frau, deren Bruder gestorben ist, und er war Psychologe und hat im Grunde Selbstmord begangen. Und sie entdeckt die Akte N, eben eines Patienten. Und hier geht es natürlich so ein bisschen um die Psychose eben von Patienten, wie sich das auf die Ärzte überträgt und wie eben Ärzte gegebenenfalls vielleicht auch damit umgehen und wie sie ja sich selbst vielleicht, als therapieren ist das falsche Wort, aber es war sehr atmosphärisch, es war sehr psychologisch, also es war ein sehr angenehmes Lesen und es hat trotz des doch etwas schmerzhaften, der schmerzhaften Geschichte, die so dahinter steckte, war wirklich gut geschrieben. Also hier in den zwei Geschichten habe ich King auf jeden Fall wiedererkannt. Beim Home Trainer, da habe ich ganz oft einfach nur den Kopf geschüttelt, die habe ich irgendwie nicht begriffen und Abschlusstag hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen. Also es ist sehr, sehr durchwachsen, es sind ja jetzt im Grunde 8 Geschichten, die wir gelesen haben und bis jetzt waren wirklich nur diese 2 sehr, sehr gut. Ich glaube Kurzgeschichten, manchmal kann es King ganz gut und manchmal versabbelt er es einfach und in dem Fall hat er es eben bei den meisten Geschichten bisher versabbelt. Ich bin jetzt gespannt, was uns auf den letzten, wie viele Seiten haben wir noch? Ich glaube knapp 160 Seiten erwartet. Es sind wie gesagt noch 4 Geschichten und freue mich da sehr drauf, die jetzt noch zu lesen. Auch der Austausch macht großen Spaß und da kann ich wirklich einfach empfehlen, dass man immer mal gemeinsam liest. Ich habe dazu ja diese Woche auch ein Video gemacht, wo ein paar Bücher jetzt im Ende Mai, Anfang Juni, Mitte Juni gemeinsam gelesen werden, wo ihr die Gruppen dazu findet auf Facebook und guckt da einfach mal da vorbei, wenn ihr vielleicht auch mal Lust habt, etwas zusammen zu lesen. Ja, das soweit zu den Büchern dieser Woche und dann bin ich natürlich in absoluten Downton Abbey-Fieber. Ja, ich habe die zweite Staffel gesuchtet. Es musste einfach sein. Ich konnte nicht anders. Bin aktuell in Staffel 3 und habe schon unglaublich viel geweint. Also wir haben hier wirklich sehr dramatische Szenen, sehr dramatische Wendungen, hoch emotionsvoll und ich bin wirklich bestürzt. Und das Blöde war, ich habe eine gewisse Folge am Morgen mir angeguckt, wo ich noch dachte, oh, du hast noch eine halbe Stunde, bevor du auf Arbeit gehst. Es war ein Fehler. Also ich bin total zerstört und traurig und verweint in die Arbeit gekommen und aber es musste natürlich sein. Also ja, und dann ist bei mir auch diese Woche ist dann der Rest an DVDs eingezogen, Staffel 4, 5 und 6, die komischerweise diesmal nicht mehr in Plastik gehüllt sind, sondern in so Papierschubern. Und ich mich schon gefragt habe, was ich jetzt wieder verkehrt gemacht habe. Aber ja, was mich auch erschreckt ist, auf den Bildern ist ja soweit immer die Familie zu sehen und dass da immer mal Familienmitglieder fehlen und ich jetzt schon ganz schlimm sah. Aber okay, ich glaube, vielleicht habe ich mich jetzt am Ende selbst gespoilert, aber gut, gucken wir einfach mal. Ja, also im absoluten Downton Abbey-Fieber und wirklich eine ganz, ganz tolle Serie um dieses Herrschaftshaus und in diesem leichten Adel und Lord und Lady und die Bediensteten und dass eben nicht nur so das reiche Leben gezeigt wird, das vermeintlich Schöne, sondern dass die eben auch Probleme haben und eben auch die Bediensteten da so mit eingebunden werden und man auch so kritische Themen hat wie das Frauenwahlrecht, was dann ja im Grunde danach erst eingeführt wurde, so in den 1920ern, und wir befinden uns, glaube ich, jetzt gerade 1920, auch eben Frauen, wenn sie selbstbewusst werden, eigenständig werden, wenn sie eben nicht einfach nur die Frau von irgendwem werden wollen, sondern eben für sich selbst etwas tun wollen, wie da eben so die Zeit war, und das ist wirklich ganz, ganz toll, und ich finde einfach schön die Kostümierung, und ich wünschte mir manchmal auch, dass da so mein Salon wäre, und man empfängt da Gäste, und dann kommt die Dienerschaft, und ach ja, also man hat auch direkt Lust, Tee zu trinken aus einem schönen Porzellan und das habe ich diese Woche eben auch ein bisschen gesuchtet. Dann gab es am Mittwoch den Autoren-Hangout mit der lieben Lena Karnau. Wir hatten super viel Spaß, die Technik hat wunderbar mitgemacht. Wir hatten vorher eine leichte Odyssee, was die Technik auf Lenas Seite angeht. Und bei mir spinnt ja manchmal auch die Technik. Aber wir sind da gut durchgekommen, es hat ganz viel Spaß gemacht. Und wenn ihr das Video seht, müsste theoretisch auch schon der 6. Band ihrer X-Reihe herausgekommen sein. Ich packe ihn einfach auch mal unten in die Infobox.
Box. Wenn ihr Fan dieser Reihe seid, dann schaut einfach mal vorbei. Und ich packe euch auch mal den ersten Teil in die Infobox natürlich, der jetzt vielleicht mit Erscheinen des 6. dann auch ein bisschen reduziert ist. E-Books sind sowieso immer relativ günstig von Self-Publishern, aber wer da noch ein bisschen sparen möchte, guckt einfach mal in die Infobox, wo ich eine ganz, ganz tolle Zombie-Apokalypsen-Reihe mit einer geilen Hintergrundgeschichte, die ich so gar nicht erwartet hatte. Und ich freue mich sehr, das ist ja jetzt im Grunde die Staffel 2, Teil 1 bis 4 war Staffel 1, ab Teil 5 ist es Staffel 2 und da wird es auch wieder 4 Teile geben. Und ja, im Grunde hier war schon die Info, dass vielleicht dann im Herbst dann tatsächlich schon der dritte Teil der zweiten Staffel, also das 7. Buch, ja, dann im Grunde herauskommt. Guckt es euch einfach mal den Hangout an, wenn ihr darauf Lust habt und eben auch zu den Büchern und greift dazu. Und zum Thema Hangout, haben wir diese Woche schon eine Ankündigung gemacht. Wir sind die Kingsianer. Wir haben ja ein Video gemacht, Kingsianer können mehr als King und haben euch unsere Lese-Highlights gezeigt und wo natürlich trotzdem bei jedem Minimum ein King dabei war, was ja auch einfach sein musste, und haben da schon angekündigt, dass wir am kommenden Mittwoch, dem 24. Mai ab 19:30 bei Phil zu Gast sein werden, es wieder ein Kingsianer-Hangout gibt. Ich freue mich sehr auf den Abend mit den drei lieben anderen, mit Thorsten, Paddy und Phil, und bin sehr gespannt, was so für Themen wir uns bis dahin überlegt haben. Es wird wieder eine bunte Mischung sein und natürlich auch, was für Fragen von euch im Chat kommen, und freue mich auf diesen gemeinsamen Abend und hoffe, ihr seid da auch wieder zahlreich dabei, denn die meisten können ja dann an Christi Himmelfahrt auch ausschlafen und haben natürlich die Möglichkeit, da dann auch einfach ein bisschen länger bei uns mit dabei zu sein, und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Dann gibt es seit Donnerstag die DVD zu Bob der Streuner, eine Buchverfilmung, die ich im Januar im Kino gesehen habe und absolut gefeiert habe. Sowohl das Buch als auch der Film wirklich großartig sind und ich die Geschichte unglaublich mochte und im Film auch viel geweint habe. Und es geht ja hier um James Bowen, der im Grunde auch die Bücher geschrieben hat. Es ist seine Lebensgeschichte, wie er im Grunde so am Ende von allem war, durch Drogen und im Grunde nur durch seine Musik ein bisschen Geld erbettelt hat und dann eben eines Tages der rote Kater auftaucht, der ihm irgendwie das Leben rettet. Und ich darf eine DVD zum DVD-Blu-Ray-Start verlosen. Dies geschieht diesmal auf Instagram. Ich packe euch den Post und natürlich auch in die Infobox. Guckt einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt auf den Film. Ihr müsst auch gar nicht viel machen. Ich möchte nur ein Lieblingsbuch oder Lieblingsfilmzitat von euch hören, lesen, wie auch immer. Und dann könnt ihr diese DVD gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis Donnerstag. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, wenn ihr Lust drauf habt und euch dann auch den Film anschauen möchtet. Und jetzt wisst ihr schon grob alles so aus der letzten Woche. Ich glaube, so viel mehr gibt es dann auch gar nicht zu erzählen. Und für die neue Woche geplant ist auf jeden Fall die Neuerscheinungen für Juni. Denn wir sind ja schon kurz vor Juni. Der Mai hat ja nur noch knapp 1,5 Wochen. Dann ist der auch schon wieder erledigt. Es ist unglaublich, wie schnell wirklich die Zeit so ein bisschen jetzt vergangen ist. Und dann wird es einen Vlog von mir geben zu einem Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist. Aber das seht ihr dann natürlich, wenn dieser online gegangen ist. Da verrate ich jetzt gar nicht mal so viel. Und ich glaube, es war es im Groben auch schon zu dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht mögt ihr mir ja erzählen, was ihr diese Woche so gelesen habt, welche Serie ihr gerade guckt oder ob ihr sogar eins der Bücher kennt, die ich vorgestellt habe. Wäre ich natürlich sehr, sehr froh darüber, ein bisschen was von euch zu lesen, mit euch in den Austausch zu kommen. Alles natürlich in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.